Moritz hat es angesprochen, wir sind vom Roten Salon aus Leipzig. Der Rote Salon ist eine Veranstaltungsgruppe im Con Island. Das Con Island ist ein linkes Zentrum oder soziokulturelles Zentrum in Leipzig, in dem Konzerte stattfinden, politische Aktivitäten an Infoladen etc. Zu den jüngsten Aktivitäten von uns als Roten Salon gehört die Veröffentlichung eines Textes in der Zeitschrift Phase 2, in dem wir uns mit der linken Kritik an Europa beschäftigen und versuchen, diese zu hinterfragen. Und im Anschluss an die Textproduktion haben wir eine Diskussionsveranstaltung mit Dandina, dem Historiker Dandina, organisiert, die im letzten Monat stattgefunden hat. Man sieht daran schon, wir haben ein eher breiteres Themenspektrum. Wir sind nicht seit Jahren intensiv mit Konsumkritik beschäftigt. Unsere ursprüngliche Beschäftigung mit der Konsumkritik liegt schon etwa 3 Jahre zurück. Mit der zunehmenden Attraktivität von Erscheinungen wie Slow Food, Urban Gardening und Wachstumskritik schließen wir auf einen Text des Gastrosophen Harald Lemke mit dem Titel Kritische Theorie der Esskultur. Gastrosophen widmen sich der kulturwissenschaftlichen Erforschung vom Essen oder der Ernährung. Im besagten Text werden Kaufentscheidungen als zutiefst philosophische Akte behandelt, mit denen sich Menschen auf ethische Weise politisch verhalten. Weil diese Entscheidungen zudem mit den ökonomischen Weltverhältnissen in Verbindung stehen, können sie der Hebel sein, mit dem die Welt aus den Angeln gehoben wird, so die Position des Textes. Dieser Text ist mit allem gewürzt, was der linke geisteswissenschaftliche Gourmet heute braucht, Marx, Adorno, Horkheimer, Foucault. Nicht dieser Text, aber die in ihm zum Ausdruck kommende Hoffnung, über Konsum die Welt zu verändern, soll das Thema in unserem folgenden Vortrag sein. Für uns ist diese Hoffnung, und das gleich vorweg, Anlass zur Sorge. Wir befürchten dabei weniger, dass sich die Rezepte der Konsumkritik nur als reformistisch oder ergebnislos erweisen, wie oft von linksradikaler kapitalismuskritischer Seite argumentiert wird. Wir befürchten eher, dass sie eine Wirkung zeigen, die sich allerdings negativ auf die reale Lebensqualität und emanzipatorische Zielstellung auswirkt. Kurz zu unserem weiteren Vorgehen. In einem ersten Teil wollen wir zeigen, dass Konsumkritik kein linkes Nischenthema mehr ist, sondern über eine hohe gesellschaftliche Akzeptanz verfügt und bereits in den Institutionen der etablierten Politik Fuß gefasst hat. Dabei stellen wir die Konsumkritik im Zusammenhang mit den gegenwärtigen Ökologie- und Postwachstumsdebatten dar. Der zweite Teil akzentuiert demgegenüber die linke Konsumkritik mit Bezug auf ihre Geschichte und Theorie und mit Blick auf die mit ihr verbundenen Erwartungen zwischen Reform und Radikalisierung der Gesellschaftskritik. Demgegenüber wollen wir eine etwas distanzierte Position kenntlich machen, die sich aber auch nicht der gängigen Kritik aus kapitalkritischer Perspektive anschließen kann. Der dritte Teil des Vortrags schließlich beschäftigt sich mit den realen Folgen von Konsumkritik und beschreibt diese als problematischen Bestandteil kapitalistischer Modernisierung. Wir werden ungefähr, so zumindest ist der Plan, eine Stunde referieren oder vielleicht 50 Minuten. Und zwischendurch haben wir auch immer mal so kleine Überraschungen eingebaut, damit ihr bei der Stange bleibt. Und dann gibt es Raum für Fragen, Kritik und Diskussionsbeiträge. Versuch's nochmal. Soll ich es anmachen oder? Ja, jetzt. Habe ich es nochmal ausgemacht. Also das Referat über Stockhausen beginnt gleich. Anmachen? Also sonst einfach das andere Funkmikrofon erstmal nehmen. Ja, kann ich machen. Wir tauschen. Nee? Jetzt ist es anders. Wir tauschen dann einfach hin und her. Es wird schon irgendwie so gehen. Okay, jetzt sind auf jeden Fall alle wach. Jetzt kann es losgehen. Kritischer Konsum und Nachhaltigkeit sind in den letzten Jahren zu einem Modethema geworden. Eine wachsende Käuferschicht versteht ihr Konsumverhalten als politisches Statement, als Möglichkeit, im kleinen Rahmen große Veränderungen zu bewirken. Und sie werden in diesem Ansinnen von Politikern, von NGOs und auch von Journalisten, Autoren unterstützt.
Zeitungen und Magazine porträtieren in Regelmäßigkeit Menschen, die kein Handy wollen, die keine Flugzeugreisen mehr machen und sich ihr Gemüse beim Bauern aus der Nachbarschaft besorgen. Und die durch ihr kritisches Maßhalten scheinbar ausgeglichener sind und zufriedener mit ihrem Leben. Blogs wie Minimalismus Leben berichten, wie gut sich weniger anfühlt und raten, doch mal einen Monat lang einfach gar nichts zu kaufen. Seiten wie utopia.de wollen, Zitat, Millionen Verbraucher informieren und inspirieren, ihr Konsumverhalten und ihren Lebensstil nachhaltig zu verändern. Egal ob Shampoo oder Elektroautos, Lebensmittel oder Versicherungen, das Portal kennt immer das jeweils fairste, ökologischste und moralischste Produkt. Man sei davon überzeugt, dass nachhaltiger Konsum sich nur dann auf breiter gesellschaftlicher Basis durchsetzen wird, wenn die Angebote attraktiv und damit massentauglich seien. Massentauglich ist zumindest schon die Beschäftigung mit dem Thema. Neben Zeitungsartikeln und Rundfunkbeiträgen, Blogs und Internetveröffentlichungen kamen in den letzten Jahren jede Menge Bücher auf den Markt, die eine Anleitung zum besseren Leben geben wollen und Kommerz und Konsum anprangerten. Sie heißen zum Beispiel Occupy Supermarket oder Less is More, Ich kaufe nichts, wie ich durch Shopping-Diät glücklich wurde oder Gutes besser tun, wie wir mit effektivem Altruismus die Welt verändern können. Einer der Autoren aus dieser ganzen Riege an Autoren und Autorinnen heißt Peter Marwitz. Er betreibt den konsumkritischen Blog Konsumpf und veröffentlichte 2013 ein kleines Buch mit dem Titel Überdruss im Überfluss – Vom Ende der Konsumgesellschaft in der Reihe Linker Alltag vom Unrast Verlag. Ich zitiere nachfolgend aus dem daraus enthaltenen Verhaltenskatalog. Erstens. Niemals beim Discounter einkaufen. Nie. Nichts. Zweitens. Lieber zu kleinen Läden oder auf den Wochenmarkt gehen. Drittens. Keine Produkte und Marken kaufen, für die im Fernsehen oder in überregionalen Medien Reklame gemacht wird. Viertens. Möglichst regional, saisonal, am besten Bio und Fairtrade, aber kein EU-Bio, sondern Bioland, Demeter, Naturland, kein Wasser in Plastikflaschen. Fünftens, weniger oder gar kein Fleisch, weniger Tierprodukte. Sechstens, den Fernsehkonsum reduzieren, insbesondere kein Privatfernsehen schauen. Siebtens, Einfluss von Reklame minimieren, zum Beispiel keine werbeabhängigen Zeitschriften lesen. Achtens, zum echten Ökostromanbieter und zu Ethikbanken wechseln. Neuntens, Autofahren reduzieren, ja, überdenken Sie generell Ihre Mobilität, denn nicht jede Flugreise muss wirklich sein. Zehntens, Dinge reparieren, lange benutzen, Modezyklen nicht folgen. Elftens, Dinge selbst herstellen, zum Beispiel Obst und Gemüse. Zwölftens, häufiger einen Spaziergang machen und kreativ auf Reklame antworten. Für Marwitz ist Konsumkritik Teil einer grundsätzlichen Systemkritik. Das kritische Hinterfragen des eigenen Kaufverhaltens soll zumindest ein Anfang sein, sich Gedanken über das falsche Ganze zu machen. Ganz ähnlich denkt der Sozialpsychologe Harald Welzer, der sich im Gegensatz zu Marwitz gar nicht als links definiert. Welzer hat sich selbst mal in einem Zeitungsinterview als Aussteiger aus dem Wissenschaftsbetrieb bezeichnet und leitet jetzt die Stiftung Futur 2, die zur Entwicklung einer nachhaltigen Ökonomie beitragen möchte. In einem Interview der Zeitschrift Wirtschaftswoche wurde Harald Welzer einmal gefragt, gegen wen sich der Widerstand gegen die als Hauptproblem angesehene Wachstumskultur denn eigentlich richten müsse. Darauf antwortete Welzer, zuerst mal gegen sich selbst. Anlass für das Interview war Welzers 2013 erschienenes und viel beachtetes Buch Selbstdenken, eine Anleitung zum Widerstand. Es steht für eine Position, die als Ursache der gegenwärtigen Probleme das Verhalten des Einzelnen oder anders unsere mentale Infrastruktur verantwortlich macht. Das gesellschaftliche Konsumverhalten ist habituell, kulturell und sozialpsychologisch tief verankert. Konsum ermöglicht Statusbeweise und sinnstiftende Erfahrungen. Genau dieser kulturelle Code, der müsse eben umprogrammiert werden. Eine neue Erzählung über die Möglichkeiten des Konsumverzichts soll also positive Emotionen und das Gefühl von Handlungsfähigkeit erwecken und so den Prozess einer gesellschaftlichen Umwälzung anstoßen.
Diese Strategie, den Kapitalismus über das Konsumverhalten zu verändern, fußt auf mehreren anderen Trends beinahe und zum einen eben auch auf einem steigenden Umweltbewusstsein in den letzten Jahren. Da gibt es alle 2 Jahre eine Studie des Umweltbundesamtes, die sehr gute Einblicke darin ermöglicht, wie sich das ökologische Bewusstsein der Bevölkerung in Deutschland denn verändert oder wie es gerade aufgestellt ist. Der aktuellste Bericht stammt von 2014. Wenn man die Befragten nach den wichtigsten Problemen in Deutschland fragt, dann nannte knapp jeder und jede Fünfte spontan einen Aspekt des Umwelt- und Klimaschutzes. 2012 waren es zwar noch mehr, da war aber auch zum Beispiel die Erinnerung an den Reaktorunfall von Fukushima noch näher dran. Eine deutliche Zunahme zeigte sich dagegen bei der Bedeutung von Umwelt- und Klimaschutz für die Bewältigung anderer politischer Aufgaben. Im Jahr 2014 waren fast 2/3 der Befragten der Meinung, dass der Umwelt- und Klimaschutz eine grundlegende Bedingung dafür sei, dass Zukunftsaufgaben wie zum Beispiel die Globalisierung gemeistert werden können. Allerdings findet der Großteil der Befragten auch, dass die Bundesregierung dafür nicht genug tut und auch man selbst und die eigenen Mitmenschen noch ein ganzes Stück engagierter sein könnten. In dieser Befragung hat nur ein bisschen mehr als 1/3 2014 die Meinung vertreten, dass die Bevölkerung genug für den Umweltschutz tut. Und das war im Vergleich zu 2012 schon mal eine deutliche Zunahme. Also das Bewusstsein dafür steigt immer weiter an. Das spiegelt sich auch im Konsumverhalten der Befragten wieder. Ein Beispiel: im Jahr 2014 gaben knapp 40% der Befragten an, dass sie Ökostrom beziehen. 2012 waren das noch 20, 2008 nur 3%. Allerdings, wie umweltbewusst und wie nachhaltig die Menschen wirklich handeln, das hängt dann eben auch sehr stark von ihrem Einkommen, von ihren sozialen Stellungen ab. 3 Beispiele dazu: die Befragten mit geringem Einkommen kaufen seltener Bio-Lebensmittel und nachhaltigen Fisch. Haushaltsgeräte und Leuchtmittel mit hoher Energieeffizienz werden umso häufiger gekauft, je höher das Haushaltseinkommen ist. Und auch die Häufigkeit des Fleischkonsums sinkt mit zunehmendem Einkommen. Der kritische Konsum geht aber auch einher mit einer zunehmenden Kritik am Wachstumsmantra. Dazu gibt es zwar keine so zentralen Studien wie zum Umweltbewusstsein, aber seit einigen Jahren jede Menge Veröffentlichungen, Vorträge, Veranstaltungen, die sagen, mehr kaufen, mehr verkaufen, mehr arbeiten, effizienter handeln und produzieren, das ist eben doch nicht die Lösung für alle Probleme. Seit der Club of Rome im Jahr 1972 seine Thesen sein Buch Die Grenzen des Wachstums veröffentlicht hat, macht sich in der Bevölkerung ein weit verbreitetes Gefühl der Schuld für diesen menschlichen Übermut und eine Sorge vor der Zukunft breit. Damals wurden Ergebnisse aus Computersimulationen präsentiert, in denen verschiedene Wirtschaftsszenarien durchgespielt wurden. Und das Fazit des Reports war, innerhalb der nächsten 50 bis 100 Jahre würden sich die Bevölkerungszahl und der Lebensstandard drastisch reduzieren und die Wirtschaft wird kollabieren. Die Prognosen, die waren zwar so ein bisschen übertrieben, aber die Szenarien an sich regten eben einen Prozess des Nachdenkens an. Und deswegen sagen heute Leute wie Meinhard Miegel in allen Interviews, die sie geben, wir haben nur diesen einen Planeten. Sein Buch Wohlstand ohne Wachstum, das war 2010 ein Bestseller. Daneben existieren viele weitere Veröffentlichungen. In den vergangenen Monaten erschienen zum Beispiel der Postwachstumsreader und der Postwachstumsatlas. Maß halten heißt deshalb also der Mahnruf, die Linke, Grüne und Konservative gleichermaßen zur Hand haben. Und es bleibt nicht nur bei der reinen Rhetorik. So wurde dem CDU-Wachstumskritiker und ehemaligen Umweltminister Klaus Töpfer vom Bundesbildungsministerium ein sogenanntes Institute for Advanced Sustainability Studies in Potsdam eingerichtet, welches seither Studien gegen dieses dominante Wachstumsparadigma produziert. Im Frühjahr 2014 erschien der knapp 1000 Seiten lange Abschlussbericht der Enquete-Kommission Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität. Darin hatten sich 17 Bundestagsabgeordnete und Sachverständige an diesem Bericht haben sie mitgearbeitet, unter anderem die sogenannte Projektgruppe 5 mit dem Namen Arbeitswelt, Konsumverhalten und Lebensstile unter Vorsitz von Sabine Leidig von der Linken. Konkretes Ergebnis der Kommission war, dass ein neuer Wohlstandsindikator entwickelt werden sollte, der im Unterschied zum Bruttoinlandsprodukt
eben auch soziale und ökologische Aspekte mit einbezieht. Neben diesen etablierten Politikern, aber doch auch schon mit der etablierten Politik verbunden, hat sich auch der Diskussion um die Grenzen des Wachstums eine neue soziale Bewegung gebildet, die wahrscheinlich auch allen hier ein Begriff ist. Degrowth, die formiert sich inzwischen weltweit und wirkt, je nachdem, wen man jetzt in dieser sehr heterogenen Bewegung befragt, für Wachstumsrücknahme, für Postwachstum oder sogar für aktive Schrumpfung. Im Programmheft dieser Bewegung oder im Programmheft der Degrowth-Konferenz in Leipzig, 2014 war das, steht deshalb drin, Zitat, Ziel ist eine Gesellschaft, in der Menschen mit Rücksicht auf ökologische Grenzen in offenen, vernetzten und regional verankerten Ökonomien leben. Ressourcen werden durch neue Formen demokratischer Institutionen gleicher verteilt. Mit zwei Schnecken als Maskottchen hat sich diese Degrowth-Community erst vor wenigen Wochen zum fünften Mal versammelt, diesmal in Budapest. Die Konferenz war zwar nicht ganz so groß wie die damals in Leipzig und nicht mehr so bewegungsorientiert, sondern eher wieder akademisch geprägt, was aber nicht bedeutet, dass das Thema an Beliebtheit verloren hätte. Das kapitalismuskritische Attac-Netzwerk beschäftigt sich damit genauso wie Greenpeace oder der BUND, Kirchen genauso wie linksradikale Gruppierungen oder auch die neue rechte Zeitschrift Sezession, Parteien ganz genauso wie politische Stiftungen. Mit dem gestiegenen Bewusstsein für Umweltprobleme und Folgen der Wachstumsgesellschaft hat auch die Konsumkritik längst die Nischen des politischen Aktionismus und der Subkultur verlassen. Ethische Betrachtungen des Ernährungsverhaltens, der Wunsch nach fair gehandelten Waren und der Boom von Tauschbörsen, ebenso wie die Nutzung sogenannten sauren Stroms und diverser Ratgeberliteratur, gehören zu einem Trend reflektierter Lebensführung. Diese ist zur Haltung weiter Teile der besser verdienten Mittelschichten und Akademiker avanciert. Mehr noch, kritischer Konsum ist eine Art diskursiver Leitwert geworden, auf den sich gesellschaftliche Mehrheiten positiv beziehen können. Auch wenn dies in der Praxis des Kaufverhaltens unterschiedliche Auswirkungen haben kann. Wer Belege für diese These gesellschaftlicher Akzeptanz sucht, findet sie unter anderem in den Massenmedien. Verzicht ist zur Modetugend geworden, schrieb der Spiegel 2014. Und lieferte mit seinem Titelthema, mit dem Titel Konsumverzicht, weniger haben, glücklicher leben, einen Beweis dafür. Auffallend ist der positive Grundton, mit dem Aktivistinnen und Aktivisten der Konsumkritik vorgestellt werden. Beispielsweise Jonas Lage, 23 Jahre, linkes Milieu, nachdenklich, Student. Geht zweimal die Woche zum Container-Diving, bringt sich selbst das Nähen bei. Verzichtet auf Autofahrten, Urlaubsflüge, Fleisch. Statt in die Karibik zu fliegen, macht er in den Semesterferien lieber eine Radtour an der Ostsee. Oder lesen wir in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung vom 3. Januar 2016. In der Rubrik Leben begegnen wir der 25-jährigen Nicole Frohning, die in ihrer Wohnung weitgehend auf Einrichtungsgegenstände verzichtet. Insbesondere den Verzicht auf Stühle findet sie praktisch, weil sie ohnehin nie gerne auf welchen sitzt. Und selbst die Parkbank verschmäht, als sie sich mit der Journalistin zum Interview trifft. Die Rentnerin Heidemarie Schwärmer verzichtet gleich ganz auf eine Wohnung, lebt aus Koffer und Handgepäck bei Freunden und Bekannten. Sie ist getrieben von dem Gedanken, dass wir alle zu viel besitzen und uns verkleinern müssen, weil sonst die Erde kaputt geht. Sie träumt von einer Gesellschaft, in der es kein Geld mehr gibt und die Menschen wieder vom Tauschhandel leben. Gerne werden junge gemeinsam mit gestandenen Menschen porträtiert, damit niemand auf die Idee kommt, bei Konsumverzicht handele es sich um einen spätpubertären Spleen. Bereits Ende 2013 berichtete die FAZ, hin und wieder auch als Stimme des Kapitals apostrophiert, in der Rubrik Menschen und Wirtschaft über die sogenannte Transitionsbewegung, in der sich Menschen auf ein Leben ohne Erdöl vorbereiten, Gemüse in der Innenstadt anbauen, sich in der Kochgruppe treffen, und diverse andere Aktivitäten mehr. Einer davon ist Michael Schemm, zwei Kinder, mittleres Alter, der mit seinem Gemüsehobel in Bielefeld und Umgebung Sauerkrautabende veranstaltet. Er sagt, Sauerkrautherstellung verstehen wir auch als Reskilling. Und weiter, wir eignen uns alte Techniken wieder an, die wir in einer Zeit brauchen können, in der es weniger Öl gibt. Es gab Zeiten, da galten solche Menschen als Außenseiter und Spinner. Heute werden nahezu rührselig ihr Idealismus und ihr Weitblick herausgestellt.
Der Grund dafür, sie sind die Speerspitze einer Massenbewegung. Nach aktuellen Angaben der Gesellschaft für Konsumforschung achtet etwa ein Drittel der Gesellschaft auf gesunde und nachhaltig produzierte Lebensmittel. Tendenz steigend. Laut einer Trendstudie des Otto-Konzerns aus dem Jahr 2015 kaufen 56% der Deutschen häufig ethisch korrekt hergestellte Produkte. Das Umfrageinstitut Ipsos will 2014 herausgefunden haben, dass sogar 82% der Deutschen bereit wären, zugunsten der Umwelt auf Konsum zu verzichten. Zudem sei den Bürgern soziale Sicherheit zunehmend wichtiger als persönlicher Überfluss. Dass auf Grundlage dieses Massenbewusstseins Konsumkritik Eingang in Parlamente und Administration gefunden hat, wundert nicht. Seit 2001 wird in regelmäßigen Abständen von der Bundesregierung der Rat für nachhaltige Entwicklung berufen. Jährliches Fördervolumen für das von Wissenschaftlerinnen und Wirtschaftsexperten gebildete Gremium 2,5 Millionen Euro. Zu seinen Tätigkeiten gehören neben Beratung und Öffentlichkeitsarbeit auch die Herausgabe eines Online-Einkaufführers mit dem Titel Der nachhaltige Warenkorb, der Orientierung im Label-Dschungel geben soll und Informationen zu nachhaltigem Konsum gibt. Kooptiertes Mitglied des Rates ist seit 2015 der Aussteiger Harald Welser. In welchem Verhältnis stehen nun aber diese breite gesellschaftliche Befürwortung und ihre Institutionalisierung zu linken Ansprüchen gesellschaftsverändernder Praxis? Eine Frage, die den Blick auf die linke Geschichte der Konsumkritik lenkt, und damit sind wir bei dem zweiten Teil des Vortrags. 1984, auf dem Höhepunkt der neuen sozialen Bewegung, schreiben die zwei jungen ökosozialistischen Parlamentarier, Thomas Ebermann und Rainer Trampert, ein Buch über die Zukunft der Grünen. Darin beklagten sie die Überhäufung mit individuellen Konsumgütern und kritisierten die einseitige Ausrichtung der Bedürfnisse auf, Zitat, quantitativ wachsenden Besitz. In programmatischer Absicht formulierten sie, Zitat, kritische Analyse und alternative Praxis im Konsumbereich, die in der heutigen Gesellschaft aus einer emanzipatorischen Politik nicht mehr wegzudenken sind, müssen durchaus auch den bedenkenlosen Griff nach der Kaffeetasse problematisieren. Trink nicht den Kaffee, iss weniger Fleisch, ist richtig, auch als Moment der praktischen Kritik am hierzulande herrschenden Konsumentenmodell. Zitat Ende. Diese Kritik verstand sich selbst als antikapitalistisch, als Teil der größeren Aufgabe einer Umwälzung der Herrschaftsstrukturen. Sie bezog sich auf die Realität der fordistischen Wohlfahrtsstaaten, wie sie sich nach dem Zweiten Weltkrieg in der westlichen Welt entwickelt hatten. In der Folge serieller Massenproduktion, gesteigerter Arbeitsproduktivität und der damit einhergehenden Verbilligung der Produktionskosten wurde der Massenkonsum zu einer profitablen Entwicklungsstufe des Kapitalismus. Waschmaschine, Auto und Urlaubsreise gehörten zu Symbolen eines gesellschaftlichen Wohlstandsschubs, der breite Mittelschichten umfasste und zumindest für den Raum der entwickelten Industrienationen linke Verelendungstheorien irrelevant machte. Mit dem Höhepunkt dieses wareninduzierten Wirtschaftswunders Mitte der 60er Jahre erscheint Herbert Marcuses Schrift Der eindimensionale Mensch, der einen Zustand kultureller und ideologischer Verelendung beschreibt. Marcuse klagt den instrumentellen und manipulativen Charakter des Konsums an. Dieser stelle die Menschen ruhig und verpflichtet sie im Gewand freiwilliger Auswahl auf die Reproduktion des Bestehenden. Dabei sei die kapitalistische Produktionstechnologie mit ihrer Automation, Standardisierung und Routine des Arbeitstaktes durch eine doppelte Rationalität der Herrschaft gekennzeichnet. Zum einen versklavt die Maschinerie der Produktion die Menschenatome unter ihrem Rhythmus. Zum anderen werden sie durch die Güter und Dienstleistungen, die der Produktionsapparat herstellt, in das soziale System integriert. Marcuse schreibt, Zitat, die Mittel des Massentransports und der Massenkommunikation, die Gebrauchsgüter Wohnung, Nahrung, Kleidung, die unwiderstehliche Leistung der Unterhaltungs- und Nachrichtenindustrie gehen mit verordneten Einstellungen und Gewohnheiten, mit geistigen und gefühlsmäßigen Reaktionen einher, die die Konsumenten mehr oder weniger angenehm an die Produzenten binden und vermittels dieser ans Ganze. Die Erzeugnisse durchdringen und manipulieren die Menschen. Sie befördern ein falsches Bewusstsein, das gegen seine Falschheit immun ist und in dem diese vorteilhaften Erzeugnisse mehr Individuen
in mehr gesellschaftlichen Klassen zugänglich werden, hört die mit ihnen einhergehende Indoktrination auf, Reklame zu sein. Sie wird Lebensstil, und zwar ein guter, viel besser als früher. Und als ein guter Lebensstil widersetzt er sich qualitativer Änderung. Zitat Ende. In der Konsequenz setzt sich ein eindimensionales Denken durch, so Marcuse, in dem alle gesellschaftlichen Alternativideen entweder abgewehrt oder zu Funktionen des Bestehenden umdefiniert werden. Die kritische Herausstellung der ideologischen Funktion des Konsums tauchte noch stärker in Guy Debords Gesellschaft des Spektakels von 1967 auf, in der die Gefahr eines totalitären Warnsystems beschrieben wird, das auf die vollständige Integration der Subjekte zielt. Auch der italienische Regisseur und Schriftsteller Paolo Pasolini beschrieb in der 1975 auf Deutsch erschienenen Schrift Aufsätze und Polemiken über die Zerstörung des Einzelnen durch die Konsumgesellschaft die konsumistische Grundstruktur seiner Zeit als totalitäre Herrschaftsform. Konsum sei Zwang zum Gehorsam gegenüber einem unausgesprochenen Befehl, der vor allem verbiete, anderen Ideologien zu folgen. Dieser analytischen Überziehung als Totalitarismus entsprach eine entgrenzte Praxis der neuen Linken in der Bundesrepublik. Am 22. Mai 1967 zeigte das Kaufhaus à l'Innovation in Brüssel eine Sonderverkaufsschau amerikanischer Konsumgüter. Der Andrang war groß, auch wenn es im Vorfeld Proteste wegen des Vietnamkriegs gegeben hatte. Aus ungeklärten Umständen kam es zu einer Brandkatastrophe, bei der über 300 Menschen den Tod fanden. Die linke Kommune 1 in Berlin kommentierte das Ereignis in einem aufsehenerregenden Flugblatt, das im Titel die zynische Frage stellte: Warum brennst du, Konsument? Im April 1968 legten vier junge Linke Brandsätze in zwei Frankfurter Kaufhäusern. Zur Gruppe gehörten mit Andreas Bader und Gudrun Enslin zwei spätere Gründungsmitglieder der RAF. Die journalistische Ikone der Linken, Ulrike Meinhof, kommentierte den darauf folgenden Prozess in der Zeitschrift konkret mit den Worten des Kommunarden Fritz Teufel. Zitat: Es ist immer noch besser, ein Warenhaus anzuzünden, als ein Warenhaus zu betreiben. Zitat Ende. Natürlich gab es andere Formen der Praxis und der inhaltlichen Akzentuierung der Konsumkritik. So stellte Anfang der 1970er Jahre Wolfgang Fritz Haug in seiner Sozialanalyse des Schicksals der Sinnlichkeit und der Bedürfnisse im Kapitalismus nicht den vermeintlichen Manipulationszusammenhang der Konsumgesellschaft in den Mittelpunkt, sondern analysierte diese als Ausdruck kapitalistischer Verwertungsprobleme. Die eingangs erwähnten Ebermann und Trampert sahen ihren Aufruf zum partiellen Konsumverzicht als Bestandteil des Engagements gegen Unterentwicklung in der Dritten Welt und Umweltzerstörung. Insofern erklärt sich, dass sie für den antikapitalistischen Teil der gerade aktuellen Postwachstumsbewegung als historischer Orientierungspunkt gelten können. So lobte etwa Stefan Liebig, einer der Autoren des wachstumskritischen Atlas der Globalisierung, in einem Text der September konkret die Hamburger Ökosozialisten für deren in den 1980er Jahren vertretene Verbindung von Systemkritik und ökologisch inspirierter Verzichtsdebatte. Womit wir bei der Beschreibung der Kontroverse um die heutige gesellschaftskritische Qualität der Konsumkritik im Zusammenhang der Postwachstumsdebatten angelangt sind. Konsumkritikerinnen gehen davon aus, dass ihr Kaufverhalten oder eben ihr Nicht-Kaufverhalten politisches Gewicht hat. Ein linkes Gegenargument lautet aber, das sind Hirngespinste, das sind höchstens folgenlose Oberflächenphänomene, die sogar das Gegenteil bewirken von dem, was sie eigentlich zu sein scheinen. Dieses Argument wird denen entgegengebracht, die eher reformistisch argumentieren, zum Beispiel den Anhängerinnen des Green New Deal, der grünen Ökonomie. Das Konzept wird als Ausweg sowohl aus dem Klima als auch aus der Weltwirtschaftskrise gehandelt und die Botschaft lautet, dass eine florierende Kapitalverwertung und der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen des Menschen sich gar nicht ausschließen. Mit neuen Technologien könne die ökonomische Wertschöpfung vom Naturverbrauch entkoppelt werden. Das heißt zusammengefasst, Re- und Upcycling, künstliche Herstellung natürlicher Ressourcen, effizientere Technologie. Dazu kommt eine progressive Arbeitszeitpolitik, solidarisches Wirtschaften, Stärkung der urbanen Landwirtschaft zum Beispiel, um nur ein paar der Beispiele zu nennen, die die Vertreter des Green New Deal vertreten. Doch dieses Konzept
habe einen Haken, sagen zum Beispiel Barbara Unmüßig und Thomas Fatheuer in ihrem 2015 erschienenen Buch Kritik der grünen Ökonomie und inzwischen auch auf diversen Podiumsdiskussionen und Panels. Ein Beispiel, was ihre Argumentation untermauern soll: Wenn in Brasilien Kohle verbrannt wird, um Stahl zu schmelzen, dann werden dabei pro eine Tonne Roheisen 1,9 Tonnen CO2 ausgestoßen. Jetzt ist die Industrie teils auf grünen Stahl umgestiegen, denn der zieht angeblich sogar 1,1 Tonnen CO2 aus der Atmosphäre raus. Das klingt erstmal gut, das hat aber einen Haken. Für den grünen Stahl wird nämlich teure Kokskohle durch billigeres Holz ersetzt, das aus schnell wachsenden Eukalyptusplantagen stammt. Die Biodiversität wird damit genauso zerstört, die Landressourcen werden immer knapper. Ein anderes Beispiel: Der Flugkonzern Airbus forscht an der Algenproduktion, um Flugkerosin aus Biomasse zu gewinnen. Gezüchtet werden diese Algen an den Küstenabschnitten Spaniens, Portugals und Griechenlands oder Albaniens, weil dort die Bedingungen durch Sonne, Salzwasser eben die besten sind. Welche neuen Konflikte aber dadurch entstehen, gerade auch für die Küstenbewohner entstehen, das ist noch gar nicht untersucht. Barbara Unmüßig und ihre Unterstützerin sagen deshalb, es muss mehr Wert auf soziale und auf kulturelle Veränderungen gelegt werden. Also zum Beispiel weniger zu fliegen, weniger Garnelen zu essen, wenn man eben nicht am Meer wohnt, so in die Richtung. Auch Tim Jackson, der 2011 sein Buch Wohlstand ohne Wachstum herausgebracht hatte, sieht den sauberen Konsum skeptisch. Denn der Konsumismus kann dadurch ja nicht gestoppt werden. Das liegt seiner Ansicht nach auch daran, dass neben der symbolischen Bedeutung, die die Menschen dem Konsum geben, auch wirtschaftliche Interessen an der Aufrechterhaltung des Konsumniveaus bestehen. Das könnte man gut zum Beispiel an der Energiewirtschaft erkennen. Alle sprechen eben sehr gern von einer Steigerung der Energieeffizienz, aber niemand spreche gern von einer Minderung des Energieverbrauchs. Ein ähnliches Beispiel ist die Abwrackprämie 2009. Für das Abwracken eines funktionstüchtigen Gebrauchtwagens und den Kauf eines Neufahrzeugs schenkte der Staat damals 2500 Euro. Hunderttausende energieaufwendig produzierte Neuwagen gingen über den Ladentisch, nicht selten auch ein größeres Modell mit mehr Verbrauch. Da ist schon fraglich, was daran ökologisch sinnvoll ist. Ökokampagnen nehmen deshalb eher die Form von Werbekampagnen an. Das Problem soll insgesamt kaufend gelöst werden. Jackson will stattdessen in den nächsten Jahren ein Makromodell des nachhaltigen Wirtschaftens entwickeln. Dafür müsse man viele Begriffe neu definieren oder sich auch ganz von ihnen verabschieden. Man müsse beispielsweise den Glauben an die Produktivität brechen, aber auch über die Definition von Rentabilität diskutieren. Produktivität gäbe es eben nicht nur am Fließband, bei der Produktion materieller Güter, sondern auch in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Pflege und Gemeinschaft. Dorthin müssten die Arbeitskräfte nach Jackson umgelenkt werden, die frei würden, wenn die Produktion immer effizienter wird bzw. das Wachstum stagniert. Eine andere Position ist die von dem vorhin schon mal genannten Thomas Ebermann, Autor der Zeitschrift Konkret, eher dem linksradikalen Flügel zuzuordnen. Er beschrieb auf einer Veranstaltung in Leipzig den Phänotyp des kritischen Konsumenten als Produkt eines weiterentwickelten Marketings. Überall wüssten Experten Bescheid, welcher Rasierapparat länger haltbar, welche Lebensmittel gesünder und welches Kleidungsstück umweltfreundlicher hergestellt sei. Entwickelten früher zu Zeiten des Wirtschaftswunders vor allem Familienväter ein schier libidinöses Verhältnis zur Frage, welcher Neuwagen es denn sein sollte, sei die Fetischisierung von Waren heute allgegenwärtig. Der kritische Konsument ist insofern ein Experte für Kaufentscheidungen, nicht aber ein Verweigerer. Zudem würde heute kein Auto weniger gebaut, sondern nach wie vor jedes Jahr mehr. In eine ähnliche Kerbe schlägt Johannes Hauer, Mitglied der Leipziger Interessengruppe Roboterkommunismus und ebenfalls Autor der Zeitschrift Konkret. In einem Debattenbeitrag aus der Märzausgabe dieses Jahres wirft er den Konsumkritikerinnen vor, dass ihre Versuche einer zeitgenössischen Kritik des Alltagslebens oftmals unwahrhaftig, selbstmitleidig und pseudokonkret bleiben, da in einer
Allgemeinheit suggerierenden Rhetorik nur die Lebenswelt des akademischen Mittelschichtsmilieus behandelt wird. Keiner der Akteurinnen wohne am Stadtrand oder in einer lauten kleinen Wohnung, arbeitet in einer Kantine, am Fließband, im Callcenter oder auf dem Bau, sei verschuldet, arbeitslos oder nur geduldet. Das, was die Degrowth-Jünger zur Behebung von immer größer, schneller und weiter anbieten, wirkt auf Hauer ohnmächtig, weil es ihnen vor allem um kulturelle Wertvorstellungen gehe, um die mentale Infrastruktur, wie Harald Welzer sagen würde. Darin seien sie der neuen Rechten gar nicht so unähnlich. Und dass die Degrowth-Bewegung nach rechts ausfranse, mache es nicht besser, sagt Hauer. Das Gros der Autoren in dem vorhin genannten Postwachstumsreader zeige zum Beispiel kein Interesse daran, das eigene politische Profil zu klären, solange alle, was die Ablehnung des grenzenlosen Wachstums betreffe, auf einer Linie liegen. Und wird auch der Kampf für Mitbestimmung, radikale Umverteilung und sozial-ökologische Transformation propagiert, so richte sich diese Kritik nicht gegen den Kapitalismus, den Ursprung der Misere an sich, sondern gegen den modernen, wachstumsorientierten Kapitalismus, meint Hauer. Als hätte es je einen anderen Kapitalismus gegeben. Deshalb übe sich Degrowth auch eher in einem technokratischen Krisenmanagement innerhalb der bestehenden Ordnung. Das Problem ist in den Augen von Degrowth nicht das Kapital an sich, sondern nur die Kapitalakkumulation. Man habe es hier also mit der Renaissance eines reformistischen Optimismus zu tun, der sich in seinem kopflosen Enthusiasmus um reale Macht- und Konkurrenzverhältnisse nicht schere. Zitat Ende. Ehrlich gesagt wissen wir nicht, ob Ebermann oder Hauer da komplett richtig liegen. In ihrer Analyse der kapitalistischen Konkurrenzverhältnisse schon und auch damit, dass Konsumkritikerinnen vor allem reformistisch handeln. Aber womöglich kann kritischer Konsum tatsächlich auch etwas ändern. Teilweise vielleicht auch im Sinne der Lebensqualität. Womöglich ist also auch eine Art Nachhaltigkeitskapitalismus möglich. Das würde aber den politischen Willen dazu voraussetzen. Und wenn er wirklich will, und das hat der Staat bewiesen, dann kann er auch. Zum Beispiel kam das raus, als die Reaktorkatastrophe in Fukushima gab. Gegen den Widerstand der Energieriesen wurde die Energiewende auf den Weg gebracht. Ein zweites mögliches Szenario wäre, dass sich die Krise verschärft, auch in Deutschland, die Wertsubstanz abgebaut wird, Industriebetriebe kaputt gehen, es tatsächlich zu einer Schrumpfung kommt und die Menschen wieder stärker auf Subsistenz angewiesen sind. Die Degrowth-Praktiken wären dann eine Art Überlebenstraining. Die grundsätzliche kapitalistische Produktionsweise bleibt aber erhalten, eben halt nur in kleineren Betrieben. Was wir letztendlich damit sagen wollen, es spricht vieles gegen eine erfolgreiche Praxis der Konsumkritik. Aber mit Automatismen in der Debatte muss man sehr vorsichtig sein. Der Kapitalismus hat sich schon häufiger als sehr flexibel erwiesen und wird es womöglich auch diesmal sein. Neben bestimmten Unsicherheiten oder Unbestimmtheiten, von denen wir denken, dass sie sich derzeit einfach noch nicht absehen lassen, wie weit die Reformfähigkeit eines unter den Maßgaben von Nachhaltigkeit und Ökologie betriebenen Kapitalismus reichen kann, sind andere Sachen unserer Meinung nach schon ziemlich absehbar. Und damit sind wir beim dritten und letzten Punkt, den realen Folgen der Konsumkritik, so wie wir sie heute wahrnehmen. Konsumkritik richtet sich in der Masse nicht gegen das Wesen der kapitalistischen Produktionsweise selbst. Den Weg zu einer Ökonomie im Einklang mit der Natur sehen Wortführerinnen und Aktivisten der Nachhaltigkeitsbewegung nicht durch Staat und Kapital, sondern durch eine falsche Lebenspraxis der Einzelnen verstellt. Ob nun persönliche Ernährung, Kleidungskauf, Mobilität oder der Umgang mit Verpackungsmüll, die alltägliche Lebenswelt wird als individueller Möglichkeitsraum präsentiert, in dem Veränderungen beginnen müssen. Bestseller des Genres, wie Jonathan Safran Foer's Tiere essen oder Karen Struves Anständig essen, sind als Selbstversuch angelegt. Ebenso die Shopping-Diät von Nunu Kala, die 2013 daraus das Buch Ich kauf nichts gemacht hat, was ihr zumindest den Job als Konsumsprecherin von Greenpeace einbrachte. Die Liste lässt sich fortsetzen. Noch ein weiteres Beispiel, um unsere Verbundenheit mit der Region zu beweisen.
in der Heimatregion, also Leipzig. Die Leipzigerin Greta, Tauber beschrieb in ihrem 2014 erschienenen Buch Apokalypse jetzt, wie es sich lebt, wenn die westliche Wohlstandswelt zusammenbricht. In diesem Jahr erschien dasselbe Buch als Taschenbuchausgabe mit dem Titel Von einer, die ausstieg, wie ich der Konsumgesellschaft den Rücken kehrte. In ihrem Selbstversuch jagte sie mit Pfeil und Bogen, sammelte Kräuter im Stadtwald und entdeckte das Glück der Gemeinschaft. In ihrer aktuellsten Veröffentlichung von 2016 findet sie auch noch den Zeitreichtum. Die publizistische Vermarktung des persönlichen Unmuts scheint einträglich und ist inhaltlich voraussehbar. Mit ihr, der Vermarktung, wird nicht nur der Widerspruch zwischen Moral und Wirklichkeit offensichtlich, vielmehr zeigt sich in dieser Selbstbezogenheit des Nachhaltigkeitsdiskurses sein postpolitischer Charakter. Die Anleitung zum Widerstand, so der Untertitel des eingangs erwähnten Buches von Harald Welzer, richtet sich gegen das Selbst. Persönliche Handlungsoptionen sollen erkannt und genutzt, Grenzen der Gewohnheit und die suggestive Beeinflussung durch Werbung überwunden werden. Dabei schwingt aber immer auch bereits eine autoritäre Drohung mit, die sich moralisch diskursiv, zum Glück noch nicht hegemonial und staatlich vermittelt. In Welzers Buch findet sich in jedem Kapitel eine persönliche Ansprache der Leserin bzw. des Lesers. Gehören auch Sie zu den Bösewichtern, die das tun und jenes nicht lassen? Fühlen Sie sich angesprochen? Weichen Sie nicht aus? Noch schlimmer der Ton in dem eingangs angesprochenen Unrastbändchen von Peter Marwitz. Seine Verhaltensaufforderungen setzen politisches Einverständnis gleich voraus und sind distanzlos an ein Du adressiert. Der Aufforderung zum Tun entspricht das Versprechen eines persönlichen Gewinns. Nicht aus Vernunftgründen soll gehandelt werden, sondern es winkt ein konkreter Lohn für die Anstrengung des angemessenen Verhaltens. Die Selbstversuchler berichten über authentischen Genuss und preisen ihre neuen Erfahrungen. Sie erleben den partiellen Verzicht als gesteigerte Handlungsautonomie und Lustgewinn. Das nach außen breit getretene Unwohlsein, was viel mit dem herrschenden Facebook-Narzissmus der Zeit gemein hat, gibt sich schnell mit lebensreformerischen Erfolgen zufrieden. Nichtsdestotrotz drückt sich auf dieser persönlichen Empfindungsebene auch ein kritisches Moment aus, das auf die Problematik warnförmiger Erfahrungsstrukturen verweist, auch wenn sie deren Grenzen selbst nicht überwindet. In erster Linie jedoch offenbart der endemische Selbstbezug der Konsumkritik eine moralische und affektive Begrenztheit. Globale Unmenschlichkeit und soziale Verwerfungen sind für den Mainstream der Konsumkritik nur scheinbare oder sekundäre Probleme. Dies wird unter anderem in der Beschäftigung mit einer weiteren, ziemlich aktuellen Anklage der westlichen Konsumgesellschaft deutlich. Efi Hartmann, Professorin für Betriebswirtschaft an der Uni Nürnberg-Erlangen, hat jüngst im Campus Verlag das Buch »Wie viel Sklaven halten Sie?« über Globalisierung und Moral veröffentlicht. In ihrem Buch beschreibt die Autorin globale Wertschöpfungsketten, also wo Unternehmen einkaufen, produzieren lassen und verkaufen. Weil wir unsere Telefone, Kleidung, Kosmetikartikel und Lebensmittel von unterbezahlten, zwangsrekrutierten und in existenzieller Weise prekär Beschäftigten herstellen lassen, sind wir als Konsumenten verantwortlicher Teil moderner Sklavenhaltergesellschaften. Als Motivation ihrer Beschäftigung gibt die Autorin im Gespräch mit der FAZ an, ihr gehe es um die Frage, wie in der arbeitsteiligen globalisierten Welt unsere moralische Integrität, unser Selbst, unsere geistige Gesundheit und der Respekt unserer Kinder bewahrt werden könne. Um die Frage, wie den Menschen innerhalb der weniger industriell entwickelten Staaten tatsächlich geholfen werden kann, geht es nur am Rande. Eine schwierige Frage, wenn man bedenkt, dass die Durchsetzung von Arbeitsstandards der westlichen Welt in Entwicklungsländern dort wahrscheinlich zunächst erstmal den wirtschaftlichen Aufstieg und die Zurückdrängung von Armut bremsen würde. Die individualistische und moralische Begrenzung der Konsumkritik ist nicht gleichbedeutend mit Wirkungslosigkeit. In ihrem vor 2 Jahren erschienenen Buch »Die heimlichen Revolutionäre – Wie die Generation Y unsere Welt verändert« prognostizieren der Soziologe Klaus Hurlmann und der Journalist Erik Albrecht einen gesellschaftlichen Wandel auf der Grundlage generationeller Ablösung. Das Buch porträtiert die Generation Y, der heute 15- bis 30-Jährigen, deren Merkmal die Frage nach dem Sinn sei. Gefunden wird diese unter anderem in einem bewussten Konsumverhalten und der Sehnsucht nach Nachhaltigkeit.
Hovelmann und Albrecht bestätigen dabei durchaus die These eines postpolitischen Charakters, der von ihnen untersuchten Gruppe, deren Vertreterin sie auch gerne zu Wort kommen lassen. Die Politikstudentin Leonie beispielsweise, die sagt, Zitat, das komplette System zu ändern, der Gedanke ist uns zu mühsam. Zitat Ende. Ihre Generation sei anders politisch, sagt Kerstin Bund. Bewusstes Konsumverhalten und soziales Engagement für Flüchtlinge sei selbstverständlich, werde aber eben nicht an die große politische Glocke gehangen. Und Oliver Jeges meint, Politik machen wir heute über die Kreditkarte. Vielen Angehörigen der Generation Y sei es egal, ob ihre Themen eher von rechts oder links angegangen werden, schrieben Hovelmann und Albrecht. Pragmatische Lösungen stünden im Vordergrund. Alles in allem seien die Angehörigen der Generation in der Politik Ego-Taktiker. Politisches Engagement zeigten sie, wenn es ihnen etwas bringt. Spaß, persönliche Erfahrung, Selbstentfaltung. Nichtsdestotrotz kenne diese Generation auch Solidarität. Aber, Zitat, es ist eine Schwarmsolidarität. Fische schwimmen im Schwarm, um selbst zu überleben, nicht um andere Fische gegen Übergriffe zu verteidigen. Aus dieser selbstbezogenen, egotaktischen Grundhaltung entsteht zwar kein Wir-Gefühl, es kommt nicht zu einer kollektiven Solidarisierung, mit der frühere Generationen gemeinsam auf die Straße gegangen sind, aber als zukünftige Elite sitzt diese Generation mit ihren Vorstellungen demnächst an den Schalthebeln der Macht. Diese gerade beschriebenen Motivationen, warum Menschen sich konsumkritisch verhalten, sind nicht nur eine Hürde für die Versuche, eine vernunftgesteuerte und kollektive Politik auf den Weg zu bringen. Es zeigt sich noch mehr darin eine Tendenz zur systemimmanenten Selbstoptimierung. Denn noch verlockender als die politische Handlungsfähigkeit ist ein anderes Versprechen des konsumkritischen Bewusstseins. Wer sich an die Maßgaben von Ökologie und Nachhaltigkeit hält, lebt gesünder und länger, hat schönere Haut und glücklichere Kinder. Konsumkritik reproduziert auf diese Weise die Vorstellung von Selbstverantwortung und Entscheidungsfreiheit, die sich im gesellschaftlichen Zusammenhang als überhaupt nicht freier Optimierungszwang für die Konkurrenzsubjekte erweist. Vor allem das Gebot des überlegten Einkaufs von Nahrungsmitteln arrangiert sich sehr gut mit dem smarten Druck von Gesundheitsprämien und amtlich attestierter Vorsorge. Der Biokonsument und sein weibliches Pendant sind die notwendige Entsprechung zur staatlichen Durchsetzung verlängerter Lebensarbeitszeit. Er und sie sind Produkte desselben marktgerechten Auftrags, der zum lebenslangen Lernen, zu sportlicher Aktivität, zu Schönheit und Fitness ermahnt. Die Distanz der Formulierung suggeriert, dem ließe sich leicht entkommen. Doch wer wollte schon von sich behaupten, sein Verhalten frei von der Aussicht zu gestalten, durch bewusstes Maßhalten, Aktivität und sorgfältiges Einkaufen, länger leistungsstark und gesund zu bleiben? Mit der Palette an Verweigerungsoptionen steigt auch die Anforderung für die Einzelnen. Der richtige Konsum folgt ein spezifisches Wissen und Information. Welches Bio-Label ist das Beste? Wo beginnt Betrug? Das Konsumverhalten wird damit auf eine moderne Weise zu einem Kriterium des ständigen Habitusabgleichs. Wer nicht bedacht konsumiert, macht sich verdächtig. Wahrscheinlich mangelt es an Bildung und politischem Bewusstsein. Es ist vielleicht übertrieben, aber es gab vor 2 Jahren, das ist jetzt auch schon her, einen viel diskutierten Roman, der heißt Der Circle von Dave Eggers. Und in diesem Roman finden sich einige Parallelen. Das Buch behandelt eine hippe Firma, eben The Circle, einen freundlichen Internetkonzern mit Sitz in Kalifornien. Der die Geschäftsfelder von Google, Apple, Facebook und Twitter geschluckt hat, indem er alle Kunden mit einer einzigen Internetidentität ausstattet, über die einfach alles abgewickelt werden kann. Damit fällt die Anonymität im Netz total weg, so das ist das Ziel der Konzernführung, und eine vollständige Transparenz. Natürlich alles mit guten Zielen. Armbänder messen alle biologischen Körperdaten der Beschäftigten, damit die Angestellten gesund bleiben. Kameras verhindern Kriminalität und Menschenrechtsverletzungen. Chips in Kindern sorgen dafür, dass diese nicht entführt werden. Die Romanheldin May, die beim Circle anfängt, ist am Anfang total begeistert von dem Firmengelände, wo es veganes Essen gibt und Yoga für alle und auf dem Popstars für alle Mitarbeiter singen. Ihr Konsumverhalten
wird zu einem ehemals privaten, also ihr Konsumverhalten als ehemals privates Feld wird im Laufe der Romanhandlung zu einem Bereich verschärfter Selbstkontrolle mit Feedbackschleifen und einer schier erschlagenden Menge an Produktinformationen. Vor diesem Hintergrund macht die Einforderung eines bewussten Konsums uns zumindest so ein bisschen Angst. Konsumkritik ist auf diese Weise mehr gesellschaftliches Integrationsmoment und nicht ihr rebellischer Gegenpart. Gleichwohl zeigt sie den Wandel gesellschaftlicher Verhältnisse an. Er ist aktiver Bestandteil davon. Dies gilt mit Blick auf die Veränderungen im Produktions- und Verwertungsprozess und noch darüber hinaus hinsichtlich des sozialen Zusammenhalts in nachmodernen kapitalistischen Gesellschaften schlechthin. Zunächst zur Rolle der Konsumkritik im Produktions- und Verwertungsprozess. Am Ende der Verwertungskette ist der kritische Konsument Multiplikator und sorgt für die Etablierung neuer Produkte und die Ausweitung der Absatzmärkte. Am Beginn des Verwertungsprozesses ist die kritische Konsumentin, wenn sie Glück hat, Produzentin. Allerdings dominieren in der postfordistischen Produktion nicht mehr unangefochten die Massenproduktion dinglicher Güter. Zumindest in den reichen Industrieländern sind die Anteile von Service und Dienstleistungen ebenso wie von Imageproduktion, die in die Güterverwertung einfließen, immer bedeutender geworden. In Deutschland fallen mittlerweile 69% auf das Dienstleistungsgewerbe des jährlichen Wirtschaftsaufkommens gegenüber 26% im produzierenden Bereich. Kulturelle Produkte, Wissen, Kommunikation, Forschung, Entwicklung und Design sind heute wirtschaftliche Standortvorteile. Dementsprechend haben sich die Anforderungen der Arbeitswelt transformiert. Computerisierte Arbeitsplätze und kommunikative Netzwerke haben zu großen Teilen den seriellen Takt des Fließbandes ersetzt. Waren früher Beschäftigte der Industrie quasi körperlich mit dem Arbeitsprozess gebunden? Genau dort setzt die vorhin beschriebene Kritik von Marcuse an. Während die Seele dabei ausgeschaltet sein konnte oder eben vom Takt übernommen worden ist, sich der Takt des kapitalistischen Fließbandes in die Seele einschreiben konnte, ist heute in den Zeiten von WLAN und Netzwerkmobilität das Bewusstsein entscheidend und die körperliche Präsenz eher variabel oder vernachlässigbar. Bei der Herstellung eines Produkts steigt der Anteil an Denk- und Kooperationsbestandteilen. Das spiegelt sich auch in der Normalität von Projektarbeit, der Akademisierung von Berufsanforderungen und dem hohen Stellenwert von Kreativität. Mit diesen gestiegenen intellektuellen Anforderungen an den Arbeitsprozess ändert sich auch die Bedürfnisstruktur im reproduktiven Bereich. Beispielhaft zeigt sich dieser Wandel, wenn die 1982 geborene Journalistin Kerstin Bund die Wünsche junger Arbeitnehmer beschreibt. Auch sie ist Autorin eines Generationsporträts. Es trägt den Titel Glück schlägt Geld. Generation Y, was wir wirklich wollen. Die Macht der Knappheit, sagt sie, sorge dafür, dass Ingenieure, Computerspezialisten, Physiker und andere Fachkräfte ihrer Generation von der deutschen Wirtschaft gesucht werden. Aber die Generation ließe sich nicht mit dem alten Insignien des ökonomischen Erfolgs bzw. der Macht locken. Zitat: Harte Anreize wie Gehalt, Boni und Aktienpakete treiben uns weniger als die Aussicht auf eine Arbeit, die Freude macht und Sinn stiftet. Sinn zählt für uns mehr als Status. Zitat Ende. Wenn ihre Generation die gewünschte Selbstverwirklichung und Selbstbestimmung bekäme, dann wäre sie zu produktiven Höchstleistungen bereit. Die von der Autorin proklamierte Integration in die Arbeitswelt ist nahezu grenzenlos. So schreibt sie, Zitat: Die heutige Berufswelt wandelt sich mehr und mehr zu einer Kreativ- und Wissensökonomie, in der sehr viele Arbeiten am Computer von einem beliebigen Ort mit Internetzugang aus erledigt werden können. Warum also nicht mal um 4 das Büro verlassen und im Kaffee oder abends zu Hause weiterarbeiten? Smartphones und Laptops verwandeln den Arbeitsplatz in ein mobiles Büro. In unserer Welt zerfließen die Sphären aus Arbeit und Privatleben wie die Milch und der Espresso in unserem Latte Macchiato. Wir lesen auch nach Feierabend Arbeitsmails, wollen dann aber im Büro auch Facebook nutzen dürfen. Arbeit, Leben und Freizeit fallen hier zusammen. Konsumkritisches Bewusstsein ist auf diese Weise die Verbindung zwischen intellektuellen und affektiven Anforderungen auf der Produktionsebene,
mit einer dazu passenden Konsumptionssphäre. Es ist für die Anforderungen eines flexibilisierten Kreativkapitalismus passend, ja geradezu zwangsläufig. Der Kulturwissenschaftler Josef Vogel beschreibt in seinem Essay »Das Gespenst des Kapitals« diesen Harmonisierungseffekt als, Zitat, »Synchronisierung ökonomischer und sozialer Reproduktion«, wobei konkrete wirtschaftliche Effizienzerwartungen mit Hoffnung auf eine Sozialformation verknüpft werden, in der sich die Kräfte eines nicht entfremdeten Kapitalismus realisieren. Zitat Ende. Insofern muss der Mainstream der Konsumkritik als Teil eines immanenten Innovationsschubs innerhalb des fortgeschrittenen Industriekapitalismus begriffen werden, der die vitalpolitischen Anforderungen in der Alltags- und Lebenswelt verschärft. In den 1990er Jahren wurde von einigen gesellschaftskritischen Linken mit Blick auf die Avantgarde-Funktion von Jugendsubkulturen wie Punk, Hip-Hop, Pop etc. die Zumutung einer Kontrollgesellschaft kritisiert, die unter den Maßgaben von Spaß und Rebellion die Arbeitswelt entgrenzte und diese Merkmale der Jugendkultur und andere auch wie Kreativität und Selbstausbeutung als Verhaltensnorm produktivierbare Subjekte fortschrieb. Noch Anfang der 2000er wurde die Kulturalisierung der Arbeitswelt und subjektive Selbstoptimierung als Kennzeichen eines sogenannten neoliberalen Kapitalismus problematisiert. Heute aber wirft die radikale Linke der Konsumkritik vor allem vor, dass sie, wenn überhaupt, nur reformistisch und nicht wirklich gesellschaftsverändernd ist. Wir denken, sie wird unterschätzt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.